Mariupol, bis vor kurzem lebendige Universitätsstadt, bedeutendes Wirtschaftszentrum und Hafenstadt, liegt in Schutt und Asche. Die Metropole im Süden der Ukraine, deren Einwohner überwiegend Russisch sprechen, ist nun fest in der Hand der russischen Invasoren. Ein Umstand, mit dem sich die verbliebenen Einwohner nun arrangieren müssen. Es geht ums nackte Überleben. Was kann ich hoffen? Was kann ich sagen? Wenn das Zuhause kaputt ist, ist das Leben kaputt. Keine Arbeit, kein Essen, kein Wasser. Das Wenige habe ich mit Kindern und Enkeln geteilt, während andere Kinder in Entbindungskliniken verhungerten. Welche Zukunft? Ich hoffe auf gar nichts mehr. Meine Wohnung ist völlig zerstört. Ich habe nichts mehr. Alles ist ausgebrannt. Ich bin mit einer Winterjacke von zu Hause weggegangen, als der Krieg begann, und mit meinen Stiefeln. Meine Stiefel sind schon abgenutzt. Alles, was ich jetzt trage, habe ich von Menschen bekommen, die sich um mich gekümmert haben. Der Zusammenhalt unter den verbliebenen Einwohnern ist groß. Die Köchin Oksana Krzysztofowicz ist als Hilfskraft im städtischen Zoo untergekommen. Uns wurde gesagt, dass es niemanden gibt, der die Kühe melkt. Ich kam und übernahm das. Wir melkten und fütterten die Kälber. So habe ich nach und nach angefangen zu helfen. Mittlerweile bin ich den ganzen Tag hier. Es ist nur wenige Monate her, da war Mariupol eine blühende Hafenstadt mit knapp einer 500.000 Einwohner. Mit der Einnahme der strategisch wichtigen Metropole ist Russland seinem Ziel, einen Landkorridor zur besetzten Krim zu schaffen, einen großen Schritt näher gekommen.